Das Sie. Papa, wann kommt Mama zurück von der Konferenz? In einer Stunde. Wie können wir sie überraschen? Wie wär's mit Rosinenbrötchen? Die liebt sie. Das ist eine tolle Idee. Wo sind nur die Rezepte? Oh. Ah, hier sind sie nicht. Wo könnten sie wohl sein? Was suchst du da? Ein Rezept. Das ist in der Schublade beim Herd, da drüben. Toll, danke. Hier ist es. Ah, fantastisch. Mal sehen. Was brauchen wir? Milch. Mehl. Eier. Etwas Zimt und Rosinen. Der Zimt ist gleich hier. Aber die Rosinen sind alle. Die Rosinen sind alle. Ohne Rosinen? Nein, Mama liebt die Rosinen. Ah, es ist zu spät. Die Geschäfte sind geschlossen. Müsli! Wir haben Müsli! Na und? Da sind Rosinen drin. Schau! Tom Thomas, du bist ja ein Genie. Du kümmerst dich um die Rosinen. Tom Thomas, was nimmt Mama, um den Teig zu kneten? Den Mixer. Wie wär's mit dem Mixer? Keine schlechte Idee. Ich denke nicht, dass du genug Rosinen hast. Und du hast den Teig noch nicht gemacht. Das geht ganz schnell mit dem Mixer. Na gut, Papa. Mal sehen, wer zuerst fertig ist. Komm schon, schneller, schneller. Sei doch kein Tollpatsch. Wenn ihr meint, ihr wärt so toll, warum helft ihr nicht? Na gut, wir helfen. Fang! Was ist los da drin? Wir haben alles von oben genommen. Wir müssten nach unten tauchen. Taucht! Schnell! Papa hat schon fast den Mixer zusammengebaut. Wo sind die Rosinen? Es ist dunkel da unten. Wir können die Rosinen nicht sehen. Dann taucht noch mal. Nein, so wird das nichts. Wir brauchen einen Filter. Um Samen von Hülsen zu trennen, Luft von Staub und Wasser von schädlichen Teilchen, nehmen wir Filter. Der einfachste Filter ist ein Metallnetz. Solche Filter sind in Waschmaschinen installiert und in Geschirrspülern. Sie halten das Wasser sauber, indem sie kleine Schmutzpartikel abfangen. Somit halten Maschinen länger und gehen nicht so schnell kaputt. In anderen Worten, Filter trennen das, was wir wollen, von dem, was wir nicht wollen. Ich glaube, ich weiß, was Mama benutzt. Perfekt! Dieser Filter ist ein Sieb. Nimm die Schüssel und halte das Sieb darüber. Schütte das Müsli hinein und jetzt schüttel es, damit die kleinen Teile durchs Sieb fallen. Und die Rosinen drin bleiben. Mach den Mixer schon an. Dann musst du schneller schütteln. Papa, du spritzt den Teig durch die ganze Küche. Der Mixer ist zu kraftvoll. Der Mixer ist in Ordnung. Der Teig ist zu flüssig. Ihr müsst Mehl hinzugeben. Du brauchst mehr Mehl. Okay, woher weißt du das alles? Schüttel noch mehr. Nicht nötig. Ich habe alle Flocken ausgesiebt. Cool, es hat echt geklappt. Papa! Was? Kann ich die Rosinen in den Teig tun? Sieh mal an, wie hast du die so schnell ausgelesen? Mit unserem Sieb, Papa. Kennt ihr die Geschichte von Aschenputtel? Ihre böse Stiefmutter ließ sie nicht zum Ball gehen. Stattdessen schüttete sie Erbsen auf einen Haufen Asche und befahl Aschenputtel, alle auszulesen. Aber was die meisten Leute nicht wissen, es waren Fixies, die Aschenputtel halfen, die Erbsen von der Asche zu trennen. Mit Hilfe eines Siebes. Das ist wahr. Aschenputtel war eine Freundin der Fixies. Man findet die Spuren der Fixies in vielen Märchen. Erinnert euch nicht der Däumling und die Däumeline an jemanden? Wie haben sich diese winzigen Charaktere in Märchen zurechtgefunden? Es ist gut möglich, dass vor langer Zeit ein Fixie, der etwas tollpatschig war, von einem Geschichtenschreiber entdeckt wurde. Und der wurde zur Inspiration für zahlreiche Märchen. Okay, mach die Augen auf. Tada! Wunderschön. Wessen Idee war das?
Tom-Thomas. Die sind so gut. Was ist das Rezept? Das ist von Tom-Thomas. Und ihr wusstet, dass ich Rosinen liebe. Tom-Thomas hat sie aus dem Müsli gesiebt. Gut gemacht, Tom-Thomas. Ganz alleine? Das ist doch klar. Die Spinne. Kaubacke, Kaubacke. Tom-Thomas, was machst du da? Ich streichle Kaubacke. Warum? Weil ihr das gut tut. Aber rubbel ihr Fell nicht ab. Ihr seid doch nur neidisch, Leute, weil ihr keine eigenen Haustiere habt. Was soll das heißen? Wir haben ein Haustier. Juhu! Buggy! Buggy! Sie war in der Entlüftung, als ich sie das letzte Mal sah. Buggy! Komm raus da! Wir müssen reden. Hier, das ist unsere Freundin Buggy. Wartet, dieses Insekt ist euer Haustier? Ha, so ein Witz. Buggy ist eine Spinne und nicht bloß dieses Insekt. Aber ist eine Spinne nicht ein Insekt? Als Insekten bezeichnet man Mücken, Fliegen, Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Ameisen und viele andere. Spinnen sehen Insekten sehr ähnlich. Sie haben ähnliche Beinchen. Aber Spinnen sind keine Insekten, es sind Arachniden. Insekten haben 6 Beine, Spinnen dagegen haben 8. Viele Insekten können fliegen, aber Spinnen nicht. Spinnen bauen Spinnennetze. Sie mögen schön aussehen, aber eigentlich sind das Fallen zum Jagen von Insekten. Wieso hat eure Buggy bitte nur 5 Beine anstatt 8? Ich weiß nicht. Sie muss sie verloren haben. Jedenfalls kann sie sehr viele Tricks. Hallo, Buggy. Wie geht es dir? Den Trick können wir auch machen. Kaubacke, Pfötchen. Seht ihr? Und ich wette, eure Buggy kann das nicht. Kaubacke, Sitz. Buggy, Sitz. Warum sitzt du nicht? Platz. Jetzt du, Platz. Sieh zu. Genau so. Platz jetzt. Das kann sie auch nicht. Das 5. Bein ist ihr wohl im Weg. Platz, Buggy. Platz habe ich doch gesagt. Was für ein Haustier bist du eigentlich? Du kannst nicht mal einen einfachen Trick. Hey, wo gehst du hin? Warte, Buggy. Geh nicht. Nolik, du solltest dich wirklich schämen. Warum benimmt sie sich so dämlich? Hast du nicht gesagt, sie sei deine Freundin? Na und? Seine Freunde schreit man jedenfalls nicht an. Sie hat recht. Was für ein Freund bist du? Ich gehe sie suchen. Und ich entschuldige mich. Buggy! Hörst du mich? Wo bin ich? Au! Wow, es tut weh. Ich verdiene es nicht, denn ich war ein schlechter Freund. Menschen haben gerne Tiere in ihrem Haus. Hunde, Katzen, Hamster, Vögel, Fische, Schildkröten. Manche haben sogar Krokodile. Je größer das Tier, desto mehr Arbeit ist es, sich darum zu kümmern. Aber jedes Tier braucht Liebe und Zuwendung, egal wie groß es ist. Fixies haben auch gerne Haustiere. Alle möglichen kleinen Käfer, Spinnen und Fliegen. Fixies behandeln sie wie Freunde und kümmern sich um sie. Natürlich ist eine kleine Spinne nicht so klug wie ein Hund, aber sie können auch trainiert werden. Einige Fixies haben es geschafft, so große Insekten wie Bienen, Käfer und Libellen zu zähmen. Fixies fliegen auf deren Rücken und transportieren schwere Lasten. Was? Ich stecke ganz allein hier fest. Für immer. Simka? Wie hast du mich gefunden? Buggy hat mich hergeführt. Buggy, du hast mich doch nicht im Stich gelassen. Es tut mir leid. Ich verspreche, dich nie wieder anzuschreien. Au, mein
bitte durch, Nolik. Wir holen dich hier raus. Es war so gruselig. Du hättest da unten sterben können. Ja, ich wäre fast gestorben. Aber weißt du was? Buggy hat mich gerettet. Ja, das ist cooler, als Pfötchen zu geben. Buggy ist wirklich eine wahre Freundin. Tut dein Bein wirklich sehr weh? Ah! Nee, es tut nicht wirklich weh. Mir geht's gut, das war nur Spaß. Der Helikopter. Es ist sehr wichtig und ich brauche euren Rat. Tut mir leid, ich komme spät. Oh, Mädchen, ich kann es kaum erwarten. Da ist es. Hallo ihr. Woher habt ihr den Helikopter? Der Professor wollte ihn wegschmeißen, aber wir haben ihn repariert. Nicht eine Runde mit, na los. Auf keinen Fall, wir haben was vor. Was denn? Etwas Wichtiges. Finde einen anderen Ort zum Fliegen. Wie ihr wollt, kein Problem. Zurück zu unserem Vorhaben. Hilfe von Propellern. Der größte heißt Hauptrotorflügel. Wenn der Motor ihn dreht, drückt der Rotor die Luft mit so viel Kraft nach unten, dass sie den Helikopter vom Boden hebt. Natürlich können Helikopter nicht so schnell fliegen wie Flugzeuge, aber dafür können sie einfach auf einer kleinen Fläche landen. Und anders als Flugzeuge können Helikopter lange Zeit in der Luft stehen bleiben und sogar rückwärts fliegen. Ziffer, lenk uns nach links! Juhu! Jetzt nach rechts! Und her! Ziffer, Feuer und Nolik sind dumm, aber du bist klug genug, um zu wissen, wie gefährlich das ist. Lande ihn! Wartet, wartet! Das ist eine faszinierende, motorgesteuerte Maschine. Leonardo da Vinci hatte selbst so einen designt und seht mal, wer sie jetzt steuert. Das ist ja sehr beeindruckend. Du bist ein Genie, wie du das steuerst. Und so klug und mutig. Mädchen finden solche Jungs echt süß. Ja, so bin ich eben. Klar, du bist toll. Und jetzt lande ihn. Ziffer! Nolik, keine Panik. Wir müssen abspringen. Und wenn wir nicht wären... Wenn ihr nicht unseren Piloten abgelenkt hättet, wäre alles gut gegangen. Ein echter Pilot lässt sich nicht einfach ablenken. Und erst muss er mit einem Simulator lernen zu fliegen. Richtig, Ziffer? Aha. Ja, schon. Aber wir haben keinen. Wartet hier. Flugzeuge, Helikopter, Züge und sogar Autos sind komplizierte Maschinen, die schwierig zu navigieren sind. Und wenn man nicht aufpasst, was man macht, kann man schnell einen Unfall bauen. Deswegen erhalten zukünftige Piloten, Lokführer und Fahrer eine umfassende Ausbildung. Dabei lernen sie, ein Flugzeug zu fliegen oder einen Zug zu steuern mit Hilfe von Simulatoren. Das hier zum Beispiel ist die genaue Kopie eines Cockpits, nur ohne Flügel und mit Bildschirmen statt Fenstern. Man lenkt das Steuer und die Kabine bewegt sich genauso, wie man fliegt. Und auf den Bildschirmen sieht man die Erde unter den Wolken vorbeiziehen. Es ist atemberaubend. Berufspiloten müssen viele solcher Simulationen machen, bevor sie ein echtes Flugzeug fliegen dürfen. Unser Pilotensimulator ist bereit. Oh, wow. Und ich bin der erste, der ihn ausprobiert.
und los! Ach, Kinder! Stimmt's, Ziffer? Ich gehe mal zu ihnen, um einen Blick darauf zu werfen. Ihr wisst ja, wie die sich manchmal benehmen. Ich passe nur auf. Danach bin ich wieder dran! Hey, wartet! Jetzt bin ich dran! Jungs können nicht ernst sein. Die machen immer nur totalen Quatsch. Apropos Ernst, wir müssen uns um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Du hast recht. Ich weiß einfach nicht, wie ich sie tragen soll. Vielleicht am Packomat. Oh, das ist ein ernstes Problem. Ja, das ist wirklich wichtig. Nicht wie die Jungs mit ihrem Quatsch. Beton. Wann kommt ihr von dem Angelausflug zurück? Vorm Abendessen. Und du hast wieder keine Zeit, den Spiegel aufzuhängen. Immer kommt ihm was in die Quere. Wir wollten ihn eigentlich gerade aufhängen. Das dauert doch nur 2 Minuten. Und dann gehen wir angeln. Markus! Hä? Was willst du, Nollig? Wann machen wir denn einen Angelausflug? Du weißt, dass Fixies nicht angeln gehen. Du hast versprochen, dass wir heute das Aquarium besuchen werden. Ich wollte nur hingehen, um es zu reinigen. Dann können wir da auch angeln gehen. Wir tun nur so. Papus, bitte. Okay, Nollig. Aber wir tun nur so. Hurra! Du bist der beste Papus der Welt. Ach, damit geht's nicht. Warum nicht? Weil wir Betonwände haben. Die sind viel zu hart für Nägel. Siehst du? Wir werden bohren müssen. Ich nehme an, wir brauchen einen besonderen Bohraufsatz für diese Wand. Beton ist ein sehr starkes Baumaterial, bestehend aus kleinen Steinen, Sand, Zement und Wasser. Wenn die Betonmischung trocknet, wird sie sehr hart, wie ein fester Fels. Um Häuser, Brücken und andere große Bauwerke zu bauen, wird verstärkter Beton benutzt. Um den Beton zu verstärken, wird er in eine Form mit Stahlbalken gegossen. Wenn man in eine verstärkte Betonwand bohren will, muss man aufpassen, dass man nicht die Metallstäbe trifft. Papus! Sch, Menschen! Schraube zu klein, die wird den Spiegel nicht halten. Wir haben keine andere. Also müssen wir los und eine andere kaufen. Da haben wir's. Also gehen wir heute doch nicht angeln. Ach, weißt du, sicher wird das hier eine Weile halten. Sieht toll aus. Also, bereit? Papus, haben wir Angelruten? Nein, aber wir denken uns was aus. Mir gefällt nicht, wie dieser Spiegel da hängt. Sowas passiert, wenn Menschen etwas in Eile erledigen. Wir Fixies arbeiten immer sorgfältig. Papus, gehen wir angeln oder nicht? Natürlich, aber erst kümmern wir uns um den Spiegel. Im alten Rom halfen Vulkane, Beton herzustellen. Nach Vulkanausbrüchen konnten Menschen die vulkanische Asche mit Steinen, Kalk und Sand mischen. Aus diesem Material bauten sie viele der berühmten Gebäude, die wir heute noch kennen. Zum Beispiel das Pantheon mit der Betonkuppel. Und das hier ist das berühmte Kolosseum. Das wurde auch mit Beton gebaut. Das Kolosseum ist fast 2000 Jahre alt, aber es steht immer noch fest. Später, als das Land von anderen Nationen erobert wurde, vergaßen Menschen, wie man Beton herstellt. Gott sei Dank stellte man vor 200 Jahren wieder fest, was Beton für ein tolles Material ist. Und so wurde es neu erfunden. Das Sprichwort ist wahr. Alles Neue ist vergessenes Altes. Papus, es reicht jetzt. Fast ist die Mutter der Unvollkommenheit. Ich habe wohl keine Kabel mehr. Ungünstiges Timing. Ich muss ins Lager gehen. Ins Lager? Also gehen wir nicht angeln? Och. Nollig, versprochen ist versprochen. Und das heißt, wir gehen.
Das müsste eine Weile halten. Wie witzig. Fast wären wir ohne Angeln losgegangen. Keine Panik. Wir haben ihn gut befestigt. Weißt du noch? Hast ist die... Ja. Ja, ich habe es mir nicht eingebildet. Es wird doch ein Ausflug zum Baumarkt werden. Für die Schrauben? Ja, und für einen neuen Spiegel. Sieht aus, als fällt unser Angelausflug heute aus. Und unsere auch, Nolik. Wenigstens freuen sich die Fische. Das Juwel. Tom Thomas, Zeit zu essen. Wo ist er? Kaubacke, hast du diesen kleinen... Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon meinen Hund frage. Tom Thomas, suchst du uns? Hey Fixies, vielleicht könnt ihr mir helfen. Einer dieser Steine fehlt. Na und? Na und? Diese Stecknadel ist sehr wertvoll. Und der Stein auch. Wenn ich den Stein nicht bald finde, bedeutet das das Ende. Liebling, dein Essen wird kalt. Kein Grund zur Panik. Wir finden deinen wertvollen Stein. Einen Moment. Können Steine wirklich wertvoll sein? Na klar können sie das. Juwelen sind die seltensten und schönsten Steine von allen. Aber es ist nicht leicht, sie zu finden. Diamanten, Smaragde, Rubine, Saphire. Menschen finden sie unter der Erde und im Inneren von Bergen. Mutige Taucher tauchen auf den Meeresgrund, um Perlen zu finden. Menschen haben Heldentaten vollbracht und waghalsige Verbrechen begangen, um diese wertvollen Juwelen zu bekommen. Der magische Glanz von Juwelen kann sowohl verzaubern als auch zerstören. Denkt daran, nur ehrlich erworbene Juwelen machen fröhlich. Ich kann ihn nirgends finden. Vielleicht hat Kaubacke ihn. Sie hat gesehen, dass er wertvoll ist und ham! Hast recht. Kaubacke, gib uns das Juwel, okay? Gib es zurück, haben wir gesagt. Warum ärgert ihr Kaubacke denn? Weil sie den Stein zurückgeben muss. Welchen Stein, Simka? Einen ganz teuren. Hunde sollten Schätze eigentlich bewachen, aber der hier frisst sie. Vielleicht habt ihr nicht genug gesucht. Zum Beispiel, was ist mit diesem Blumentopf? Das ist Zeitverschwendung. Der ist nicht in der Erde. Wir haben ihn hier verloren. Ups. Ist das so? Alles klar, spuckt es aus. Sieh mal her. Ein Diamant. Der wird einfach perfekt zu meinem Pakomat passen. Aber ich hab ihn doch gefunden. An meinem sieht er auch perfekt aus. Dann holen wir sie jetzt und probieren's aus. Wir lagern ihn hier zur Sicherheit. Nun, wer könnte ihn genommen haben? Wir müssen noch im Inneren von Kaubacke suchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Sie wird dich auffressen. Wohin geht ihr? In das Innere von Kaubacke, um den Stein zu holen. Nee, tu's nicht, bitte. Ich bin bereit, alles für meinen Freund zu tun. Hey! Sucht ihr zufällig vielleicht das hier? Hä? Wo um alles in der Welt hast du ihn gefunden? Schau mal, der war vergraben. Sieht wie ein Diamant aus, aber um sicher zu gehen, müssen wir ihn testen. Ein Rohdiamant sieht wie ein normaler Stein aus, aber nachdem man ihn schleift und jede einzelne Facette poliert, wird aus diesem besonderen Stein ein seltenes und sehr teures Juwel. Es kann eine Kette zieren, eine Krone oder im Ausstellungskasten eines Museums sein. In Wahrheit wird nur ein kleiner Teil aller gefundenen Diamanten als Schmuck genutzt. Das liegt daran, dass Diamanten das härteste Gestein des Planeten sind. Damit sind sie ideal, um Glas zu schneiden. Diamanten werden genutzt, um starke Bohreinsätze und Schneideplatten zu machen. Viele wichtige medizinische Geräte könnten nicht ohne sie existieren. Mit Hilfe von Diamanten kann man sogar in einen Berg
Goldbohren, wenn man einen Tunnel baut. So wertvoll sind Diamanten. Sie können ein Rohr schneiden und passen gut zu einem Kleid. Ist der nicht schön? Leider ist der kein... Tonsonis! Hier ist ein Stein! Und jetzt ist er weg. Kaubacke, gut gemacht. Danke, liebste Fixies. Ich dachte schon, mein wertvolles Geschenk wäre verloren. Für wen ist das Geschenk? Katja, ich hoffe, sie wird es mögen. Ich muss dir was sagen, Tom Thomas. Der Stein ist wertlos. Der Stein besteht bloß aus Glas. Ich weiß. Aber das ist egal. Was? Ich habe mein Leben riskiert, um ein Stückchen Glas zu retten? Erstens war das für deinen Freund. Und zweitens, es geht nicht um den Preis eines Geschenks. Der gute Gedanke zählt. Der Detektiv. Gut, das kommt hierhin. Ist das nicht toll, dass wir nach der Stunde noch bleiben dürfen, um den Film zu sehen? Ja, dieser Film war toll. Dieser Detektiv. Was für ein Typ. Er hat den Täter sofort identifiziert. Verbrechen aufdecken ist nicht gerade einfach. Aber sicher macht es viel Spaß. Ich glaube, es wäre so cool, einen Fall zu lösen. Wo ist mein Glücksschraubenzieher? Ich kann nichts ohne ihn machen. Da haben wir's. Das könnte das Verbrechen des Jahrhunderts sein. Detektiv Nolik, bist du bereit? Aber wir sind keine... Dem Schicksal entkommen wir nicht, Kollege. Die Zeit ist reif. Um ein Detektiv oder Ermittler zu werden, muss man sehr aufmerksam und scharfsinnig sein. Denn Detektive klären Ungereimtheiten auf, finden Verlorenes und entwirren die verrücktesten Fälle. Zum Beispiel, wer hat ohne Erlaubnis den ganzen Kuchen gegessen? Einem echten Detektiv fallen diese feinen Details sofort auf. Krümel unter dem Sofa, Fußspuren im Raum oder Flur. Wenn er den Spuren auf die Schliche kommt, wird ein wahrer Detektiv den Dieb leicht finden. Alles klar. Es ist an der Zeit, herauszufinden, wer den Schraubenzieher geklaut hat. Sollten wir nicht den Schraubenzieher finden? Nicht jetzt. Erst müssen wir den Dieb finden. Oh, sieh mal, es ist Ziffer. Ziffer. Hm? Warum bist du wieder im Labor? Die Schule ist längst vorbei. Ich will mit dem Professor reden. Ich habe einen super Einfall. Was für ein Einfall? Das ist geheim. Das ist nicht sehr glaubwürdig. Alles klar, Verdächtiger. Was hast du nach der Schule gemacht? Was meinst du mit Verdächtiger? Das muss ein Missverständnis sein. Weißt du der Frage aus? Versuchst du das Thema zu wechseln? Das war's. Ich gehe. Keine Schraubenzieher, keine Experimente. Du möchtest Eugenius Stelle einnehmen und deswegen hast du seinen Glücksschraubenzieher geklaut. Du bist verhaftet. Die wichtigsten Fähigkeiten eines Detektives sind Intelligenz und Logik. Logik ist eine alte Wissenschaft, die Menschen lehrt, mit dem Verstand zu denken, sodass sie Probleme, Puzzles und Rätsel lösen können. Wollt ihr wissen, wie man sich als echter Detektiv fühlt? Dann versucht herauszufinden, was ich euch beschreibe. Ich denke an ein Tier, das man zu Hause oder auf der Straße treffen kann. Es hat einen Schwanz, der lang ist. Was ratet ihr? Ein Hund? Eine Katze oder eine Maus? Aha, die Informationen reichen auch noch nicht aus. Aber was, wenn ich hinzufüge, dass es Miau sagt und den ganzen Tag schläft? Dann ist die Antwort klar. Ein Detektiv arbeitet genauso. Er sammelt die Fakten, entscheidet, was davon wichtig ist und wird los, was nicht wichtig ist. Und erst dann findet er die richtige Antwort. Versteht ihr? Dann seid ihr bereit für ein weiteres Rätsel. Sagt doch, wer gehört nicht hierher? Spuck es schon aus! Was für lustige Schnurrbärte ihr habt. Oh, für eine Party, oder? Mhm. Ich bin verhaftet. Spielt ihr irgendein Spiel? Spule, du glaubst doch, dass ein Objekt Glück bringen würde. Oder etwa nicht? Oh ja, na und? Dann ist klar. Du hast Ziffer geholfen, den Glücksschraubenzieher zu stehlen. Ja, denn du magst Glücksbringer. Verhafte sie! Spule, wie lange muss ich noch warten? Simka, du musst das sehen. Wir haben die Verbrecher gefasst, die den Schrauben...
Professors gestohlen haben. Cool, hä? Beeindruckend. Los, komm, Spule. Sie bleibt hier, unter Arrest. Ja, kapiert. Na los, komm mit. Wir machen keine Witze. Oh, und welchen Beweis genau könnt ihr heranbringen? Welchen Beweis ich hab? Das dachte ich mir. Du hast nichts, Feuer. Sie ist die Komplizin. Also los, Nolik, verhafte sie sofort. Was hat sie getan? Das ist absurd. Tu, was ich sage. Werde ich nicht. Ah, du also auch? Stell dich zu den anderen Gaunern. Hey, wir sind Partner, oder nicht? Warte mal eine Sekunde. Mittlerweile glaube ich, du bist der Dieb. Ich? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ich bin der Detektiv. Ah, Nolik, bitte sag's ihnen. Sie haben es weggelegt? Ins Lager? Ah, Lisa, ich habe Ihnen doch schon 100 Mal gesagt, bitte rühren Sie mein Chaos nicht an. Scheinbar war ich auf der falschen Spur. Hättet ihr besser mal den Schraubenzieher gesucht, Detektive? Hab ich auch gesagt. Na gut, für den nächsten Fall brauchen wir eine neue Taktik. Was meinst du damit, der nächste Fall? Wo ist mein Glückslötkolben? Also, Detektiv Nolik, fangen wir an.